Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von S21 BauTV. Heute begrüße ich euch mal wieder zu einem Video. Ich stehe hier in Ulm am südlichen Widerlager der Neutorbrücke und blicke auf das neu errichtete Widerlager der Straßenbahnlinie 2 in Ulm, die vom Hauptbahnhof kommt, über den Nordkopf des Ulmer Hauptbahnhofs führt, den wir jetzt gleich sehen, um im Endeffekt die Universität in Ulm an das Straßenbahnnetz anzubinden. Hier sehen wir schon zwei neue Fundamente und Pfeiler der Straßenbahnbrücke und im Hintergrund den Infocenter als Orientierungspunkt. Einige Meter weiter sehen wir hier die Vilstalstrecke aus Stuttgart kommt. Jetzt in der Bildmitte sehen wir das Trogbauwerk und das Portal des Albabstiegstunnels und dahinter die Güterzuggleise über das Portal. Jetzt sehen wir das Trogbauwerk, das zum Portal gehört, aus der Nähe. Wir sehen, dass im zweiten Teil die Armierung bereits gebaut wurde, so dass in den nächsten Tagen mit dem Betonieren der Bodenplatte begonnen werden kann. Die momentane Baustellenzufahrt ist später mal die Rettungszufahrt zum Albabstiegstunnel und hier die Güterzuggleise überhalb des Portals, die zwei Gleise direkt unterhalb des Infocenters, sind für die Güterzuggleise aus Stuttgart und darunter das Güterzuggleis aus Aalen und vor diesen ein Weg über das Portal, wo später die Abstellgleise am Nordkopf anbinden soll. Hier noch ein letzter Blick von der Kindlesbergstraße auf das Trogbauwerk vor dem Portal. In der unteren Bildhälfte wieder die Güterzuggleise. Und jetzt in der Bildmitte die heutige Baustellenzufahrt und spätere Rettungszufahrt für den Albabstiegstunnel. Und mit diesem Panoramabild möchte ich mich auch für das heutige Video verabschieden. Es hat mich gefreut, dass ich euch mal wieder ein Video zeigen konnte und wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.